10,70 Meter lang, 3,75 Meter breit, 17 Meter hoch und 6 Tonnen schwer. Absolut hochseetüchtig ist die Segeljacht, die im Stahl- und Metallbaubetrieb Heimbach in Trier-Euren in den letzten 3 Jahren gebaut worden ist. Firmenchef Bernhard Heimbach, der die Rote Zora selbst segeln will, erklärt, warum er sein Schiff, ein Prototyp, aus Aluminium gefertigt hat. Die ganze Yacht besteht aus Aluminium. Aluminium rostet nicht. Aluminium ist beständig in Salzwasser. Aluminium ist sehr leicht und trotzdem extrem fest. Das kann ich Ihnen kurz demonstrieren. Umgesetzt hat die Konstruktionspläne eines Ingenieursbüros für Yachtbau der ehemalige Werkstattmeister der Firma Siegfried Schäfer. Dabei stammt Schäfer aus dem Schwarzwald und hat viel lieber Ski unter den Füßen als Wasser. Besonders stolz ist der 74-Jährige auf den von 95 cm auf 2,20 m ausfahrbaren tonnenschweren Hubkiel des Schiffs. Das Segelschiff, das hat den sogenannten Hubkiel, der kann man also je nach Wassertiefe 1,50 Meter rausfahren. Das ganze Bild oder sagen wir die Form ist von uns in Form gebracht worden, beziehungsweise als Modell gegossen worden. Das ist in einer speziellen Firma, Schiffsballast herstellt und wiegt 1,5 oder 1,6 Tonnen. Das Großsegel der Alu-Yacht hat die stolze Größe von 58 Quadratmetern. Am Freitag wird das Schiff im Moneser Segelhafen zu Wasser gelassen. Dann wird überprüft, ob die komplizierte Technik, die 5 Segel, die Position der Seilwinden und die Leinenführung auch funktionieren. Innen soll die Segeljacht allerdings erst im nächsten Jahr ausgebaut werden. Dann will Bernhard Heimbach seinen Prototypen auch in ein Segelrevier nach Holland bringen. Und später soll es mit der Yacht aus Trier vielleicht mal in die Karibik oder Richtung Norwegen gehen. Für Bernhard Heimbach ginge damit ein Traum in Erfüllung.